Kamera läuft, Ton läuft, Action. Ist schon auf Sendung? Hm. Mal weg hier. Ja. Das ganz große Thema, bevor wir anfangen, mit DD Contrast zu arbeiten, also mit Malfarbe zu kolorieren und später mit Textur Oberflächen zu gestalten, sollten wir unsere Gerüste perfekt vorbereiten. Perfekt vorbereitete Gerüste sind Gerüste, die die Farbe aufnehmen können, ohne dass die Farbe an gewissen Stellen zusammenläuft oder abperlt von der Oberfläche. So, wie machen wir das? Ich für meinen Teil bearbeite die Oberfläche mit grünen Grundsteinen ganz, ganz vorsichtig mit 3.000 bis 5.000 Touren, nicht mit 20.000, 30.000 Touren, weil es ist ganz, ganz wichtig, dass man keine Hitze aufs Gerüst bringt. Ich bin der Meinung, dass mit 25 µ Aluoxid und einem Strahldruck von 1 bis maximal 1,5 Bar sehr gut die Oberfläche eine gewisse Anrauung erfährt, die später die Aufnahme der Farbe sehr gut halten wird, indem wir diese leicht raue Oberfläche mit Glasurflüssigkeit leicht pinseln, nur hauchzart eine leichte Benetzung, wo wir dann sehen, ob diese Flüssigkeit schon Perlen werfen würde oder ob sie die Oberfläche gleichmäßig benetzt. Ein ganz entscheidender Punkt für ein erfolgreiches Ergebnis wird sein, die Oberfläche so zu konditionieren, dass wir auch in der Lage sind, mit unseren Farben das Maximum rauszuholen aus unserer späteren Arbeit. Wir werden das jetzt Step by Step zeigen, wie man mit relativ wenig Massen und Malfarben zu einem schönen Ergebnis kommt. Fangen wir mal an hier mit dem Grau. Wir haben hier Kontrast, DD Kontrast Light Grau zum Erzeugen von Schneideeffekten. Letztendlich für hellere Zähne. Nebendran haben wir das dunklere Grau für ältere Zähne, auch zum Erzielen von Schneideeffekten. Oder als Kombination zum genaueren Ausarbeiten von einer Trennung des Körpers und der Schneide ein Violett, um den Helligkeitswert zwischen Dentin und Schneide zu senken. Des Weiteren haben wir im Schneidekomplex der Malfarben ein Blau, um die mesialen und distalen blauen Flanken zu generieren. Zur Betonung des Körpers und zum Erstellen von zahnhalsartigen Farbübergängen haben wir drei unterschiedliche Massen in Orangetönen zum Steigern des Chromas. Wir fangen hier an mit Zervikal, eine Masse, um den Zervikalbereich zu akzentuieren und zu kolorieren. Des Weiteren ein Orange, das hauptsächlich Anwendung findet im Kauflächenbereich, um das Innere der Kauffläche zum Schneidebereich abzuheben. Und die nächste Masse ist die Halo-Farbe, um den Bereich der Schneide abzugrenzen. Letztendlich, dass die Transluzenzen stärker rauskommen, mesial und distal und über den Schneidebereich oder bei Seitenzähnen die Höcker gerade. Diese unteren vier Massen sind unsere Körpermassen, unsere Bodymassen, um die Zahnfarben richtig einzustellen, je nach Transluzenzgrad oder Opazität des Gerüstes. Fangen wir an mit einem A-Dentin als Malfarbe, haben des Weiteren ein B, eine B-Farbe, eine C und dann zum Schluss eine D-Farbe. Dann haben wir hier die Farbe Vanille, um letztendlich kleine Effekte zu machen. Und ein Weiß, ein klassisches Weiß, das in jedem Malfarbenset dabei sein sollte, um Kalzifizierung, kleine weiße Flecken oder Linien aufzumalen. Hier haben wir unsere fluoreszierenden Mamelonmassen oder Mamelonfarben zum Aufmalen der Mamelons auf unsere Kronen. Einmal für hellere Zähne ein Mamelon Corn. Für ein bisschen dunklere Zähne oder die Mischung von beiden, ein Mamelon Maize und eine Mamelonmasse in Pink für die Spitzen der Mamelons, um so kleine Pünktchen auf die Spitzen der anderen Farben zu legen. Hier unten sehen wir unsere beiden intensivsten Massen. Das ist einmal die Masse Traces. Traces ist dafür gedacht, um so, ja, wie sagt man so schön, so kleine Geschmacksspuren, Teebelege, Kaffeebelege auf die Kronen aufzumalen, die trotzdem verglasend ist, damit wir da nicht große Plaquanlagerungen kriegen. Und das andere
die Masse Fissur, eine maskierende Malfarbe um die dunklen Punkte in Kauflecken. Für unseren Seitenzahn haben wir ein Gerüst in Cube One, Farbe A1 vorbereitet. Ein Multilayer-Material, was, wenn man ehrlich ist, eigentlich auch ohne Bemalung mit reiner Politur schon gut genug wäre. Ja, da wir unsere Ziele natürlich dann auch im monolithischen Bereich ein wenig höher setzen, möchten wir euch natürlich zeigen, was wir mit unserem neuartigen Material DD Contrast einmal als Malfarbe oder als Farbe und einmal als Texturmasse zum Auftragen von Textur, von Oberflächenstruktur aufbringen wollen. Zuerst benetzen wir die Oberfläche Texture Liquid gleichmäßig in einen Zug. An einer Seite ansetzen und gleichmäßig in einem Zug durch. Wir malen prinzipiell immer zuerst horizontal die Körperfarbe, später die Schneide. Und in einem zweiten Schritt werden wir vertikale Charakteristika auftragen. Im zweiten Schritt tragen wir unsere Schneide auf, indem wir die jeweils im Verlauf der Höcke, des Höckergrades und schwimmen es in die Flüssigkeit ein. Aber genauso wieder in einem Zug die Form des Zahnhalses in einem Schwung von unten nach oben, die Schneide in einem Schwung von oben nach unten. Good enough crown, brennfertig. Palatin machen wir genau dasselbe wie Bukal. Erstmal benetzen mit Textur Liquid. Richtig malen können wir nur, wenn es gleichmäßig benetzt ist und nicht perlt. Erstmal die Flüssigkeit und danach wie Bukal die Farbe und ziehen wieder in einem Zug unsere Farbe für den Körper. So, der nächste Schritt wäre jetzt das Aufnehmen der Schneide. Wir überlegen, was wollen wir erreichen. Eine dunkle Schneide, eine helle Schneide. Da haben wir ein leichtes Grau oder ein dunkles Grau. Light Gray, Dark Gray oder ein Violett. Wir entscheiden uns in unserem Fall bei diesem hellen Zahn für ein leichtes Grau. Widmen wir uns ein bisschen der Kaufläche. Auch hier leichte Benetzung mit Texturflüssigkeit. Aufpassen, dass man keine Flusen, keine Fusseln mit drin hat, weil die verbrennen später im Ofen. Und das gibt dann Asche und Asche macht graue Flecken. Mit einem farbegesättigten Pinsel streichen wir jetzt unsere orange Malfarbe von der Zentralfissur nach außen. Um der Kauffläche zusätzliche Illusion von Tiefe zu geben, nehmen wir unsere violette Malfarbe und akzentuieren damit die konkaven Teile der Kauffläche. Überall, wo die konkaven Stellen sind, malen wir ein wenig lila. Was man jetzt noch schön machen kann, um die Illusion der Tiefe zu steigern, ja, damit also das Lila, was wir jetzt genommen haben, um den Helligkeitswert in der Kauffläche zu den Randleisten hin zu erniedrigen, dass wir die Höckerleiste, quasi den Form, der Form, Grundform des Seitenzahnes ein bisschen akzentuieren, dadurch einen Lichtblocker zu unserem Lila, zu unserer lila Farbe generieren, die Tiefe quasi noch ein bisschen stärker rausarbeiten, nur vereinzelte kleine Punkte, nicht über die ganze Fläche. Mit ein wenig Vanille, bei dunkleren Zahnen, beim helleren Zahn kann man das auch ganz gut in Weiß machen. Am Schluss können wir dann noch ganz schön so die tiefen Stellen der Fissur ein bisschen akzentuieren mit unserer Malfarbe Fissure. Nur so kleine Mikroskop-Punkte. Punkte.
Approximal. Ja, genau dasselbe wie Vokal. Einfach Vokal und Palatinal. Einfach in einem Zug die Farbe aufbringen. Und das gleiche auch mit dem Schneideanteil. Wieder unser Light Gray. Ja, Vergleich unbemalte Krone aus gleichem Rolling, der gleichen Farbe, bemalt und unbemalt. Vergleich von Palatinal, kolorierten Rollings zu dem nur gesinterten und gefrästen Rolling der gleichen Grundfarbe. Also, hier im Vergleich nochmal wie Palatinal, wie Okklusal nochmal von Vokal. Die aufgesetzte Krone direkt nach der Fräsung und der Sinterung. Unerlässlich jetzt natürlich ein visuelles Farbergebnis zu kontrollieren. Wir nehmen jetzt mal hier unseren Vita-Farbring. Soll ja eine Good Enough Crown sein. A2, ja, sind wir vielleicht ein bisschen rötlicher. Aber später in der Glasur verlieren wir ja noch so ein bisschen Farbe. Können wir nochmal den A3 dagegen halten. Wir liegen so zwischen A3, A2, also so ein bisschen eine warme A2 wollten wir haben. Also knapp vor einer A3, würde ich sagen, liegen wir schon ganz gut, auch mit der Schneide, mit dem Schneideanteil ist das doch, glaube ich, ein ganz schönes Ergebnis. Als Basis mal. Jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, ob wir noch so ein bisschen was charakterisieren wollen. Wenn wir Bilder haben, die wir vom Zahnarzt übermittelt gekriegt haben oder selber Fotografien gemacht haben. Was man jetzt auch schon machen kann, ein Stück weit, ist, dass wir uns ein bisschen Glasurmasse mit dazu nehmen und das jetzt erstmal so einen Hauch Glasurmasse mit aufbringen, schon so einen ersten Glanz kriegen. So, und jetzt einfach so ein bisschen Charakterisierung machen. Da können wir zum einen kleine Kalzifizierungen machen, so kleine weiße Wölkchen. Vielleicht auch nochmal so einen kleinen dunklen Spot. Einfach so ein paar dunklere kleine Punkte, Geschmacksspuren, Tee, Kaffee, was wir am Referenzbild einfach erkennen. Ja, jetzt könnten wir auch schon anfangen mit A, mit Malfarbe, oder B, Beta mit Textur, unsere Dreidimensionalität. Ein bisschen ausarbeiten, indem wir die optische Sichtfenster des Zahnes so ein bisschen betonen. Das geht sehr schön. Hier mit Vanillemalfarbe, einfach um die Schneide ein bisschen besser auszuarbeiten. Kleine, opake Teile, Anteile, damit der Schneidebereich ein bisschen aufsetzt. Feinen Strich, ein bisschen so einen kleinen Spot setzen. Einfach den Zahn so ein bisschen Charakter verleihen.
Also wir sehen hier so ein bisschen Charakteristika, so kleine Wölkchen, die uns hier einfach den Zahn so ein bisschen aufhellen. Das hat man ganz gerne. Keine Rhizius-Linien, einfach nur so leichte kleine Aufhellungen, die in dem Fall einfach Kontraste schaffen, dass der Zahn in sich einfach plastischer wirkt. Genau dasselbe, jetzt bloß nicht aus Weiß, haben wir hier in der Rahmung des Zahnes, ja, das lichtoptische Erscheinungsbild des Zahnes rahmen wir so ein bisschen mit Vanille. Hier können wir so ein bisschen abdunkeln, Zahntechniker lieben es, Zahnärzte hassen es. Weil Karies schleift man hier raus, dann hier so ein bisschen einfach so ein paar Geschmacksspuren, die den Kontrast auch von hell zu dunkel so ein bisschen unterstützen. Und dann sieht das alles schon so ein bisschen lebendiger an. Prinzipiell ist natürlich weniger mehr. Ja, und ein Zahn, der einfach Uni, eine Basisfarbe und eine Schneide hat, ist das, was sicherlich bei einer Komplettrekonstruktion das Maß der Dinge ist. Das ist jetzt bei einem Einzelzahn mit Sicherheit ein Anpassen an die Charakteristik der anderen Zähne eventuell. Dann am Schluss ein schönes Ergebnis. Das zweite Beispiel, um das wir uns heute kümmern werden, ist im Oberkiefer ein zentraler Inzisivus, in unserem Fall der Zahn 1.1, den wir uns aus einem Cube X Multilayer-Zirkon vorbereitet haben, Farbe A1. Warum nehmen wir jetzt in diesem Fall ein Cube X Zirkon? Weil wir bei unverfärbten Stumpf, warmen, schönen Stumpf mit einem transluzenten Material, das in der Helligkeit deutlich unter der Helligkeit des zu ersetzenden Zahnes ist, die Möglichkeit haben, einen lebendigen Zahn zu gestalten. Die Frage ist jetzt natürlich, mit wie viel Farbe und müssen wir das gleich auf den ersten Brand erreichen? Meiner Meinung nach spielt es, je nachdem wie viel Arbeit man auf dem Tisch liegen hat, nicht die Rolle, dass man unbedingt schneller ist, wenn man im ersten Brand gleich alles versucht. Die Problematik dabei ist, dass man Glasurmasse aufträgt, in die Glasurmasse Farbe einschwemmt, horizontale Verfärbungen aufmalt, vertikale Verfärbungen aufmalt und nichts anderes damit erreicht, dass man in einer flüssigen Glasurmasse mit Farben arbeitet, die man horizontal und vertikal ineinander schwemmt. Deswegen ist die Philosophie, die ich verfolge, die wahrscheinlich aber auch unsere Philosophie sein sollte, dass wir gezielt in kurzen Bränden konzentriert uns einmal auf die horizontalen Charakteristikas konzentrieren, brennen, danach die vertikalen Charakteristikas aufbringen und wenn wir zufrieden sind, können wir einmal mit einem Versiegelungsbrand mit Glasurmasse oder in der Kombination mit Glasurmasse und Texturmasse dann später die Oberflächengestaltung generieren. Ich denke mal, dass in dieser Art und Weise des Vorgehens wir nicht unbedingt langsamer sind, aber auf den Punkt konzentrierter, um dann später auch ein schöneres Ergebnis zu machen. One Crown in One Second haben auch auf den Bildern immer so ein bisschen verschwommen ausgesehen, nicht klar differenziert in den Charakteristiken und wenn wir überlegen, dass wir über Frontzähne reden, dann wollen wir ja versuchen, möglichst nah an das auf der anderen Seite liegende Naturbild ranzukommen und dann können wir das nur, wenn wir versuchen, das hundertprozentig zu kopieren, soweit uns das eben in dieser Materialgruppe möglich ist. Deswegen bin ich der Meinung, dass man zielgerichtet einfach auf die horizontalen Charakteristika, dann auf die vertikalen geht und das später den Glanzgrad mit oberflächlichen oder strukturellen Massen generiert. Ich denke, das ist der beste Weg. Wir haben hier unseren Frontzahn. Den möchten wir jetzt einfach good enough machen. Es ist ein A1 Rohling, den wir in eine A2, eine schöne warme A2 malen wollen. Cube X. Hier dieses bisschen chromatischere ist natürlich der Stumpf, der unten drunter so ein bisschen vorscheint. Aber jetzt wollen wir es einfach noch mal klarer akzentuieren. Wir beginnen, wie schon immer vorher, mit ein wenig Texturliquid. Die wir gleichmäßig über den Zahn verteilen, um zu beurteilen, dass wir eine saubere Oberfläche haben, dass sich die Flüssigkeit jetzt nirgends abperlt. Das erste ist, wir werden die Körperfarbe ein wenig intensivieren. Dafür sättigen wir unseren Pinsel
mit A-Farbe. Man sieht es sehr schön. Der Pinsel wird zuerst in Flüssigkeit getaucht, nimmt diese auf. Danach tauchen wir den mit Flüssigkeit gesättigten Pinsel in unsere Farbe, bis der Pinsel sich mit der A-Farbe aufsaugt. Und dann können wir mit einem gleichmäßigen Schwung unsere erste Farbschicht auftragen. In einem Zug und nur in eine Richtung. Und haben somit schon einen kleinen Farbauftrag auf der Krone. Ja, also wir wollen jetzt noch keine Charakteristik auftragen. Das ist zum Vergleich ein unbemaltes Gerüst des gleichen Materials. Wie gesagt, wir reden über eine Farbveränderung von einer Farbe, von A1 auf A2. Good enough. So, das nächste ist die Illusion von Schneide. Das erreichen wir sehr schön mit violetter Malfarbe. DD Contrast Violet. Man sieht es hier im Pinsel sehr schön, die violette Farbe gesättigt im Pinsel. Und die ziehen wir jetzt halbmondartig in den Schneidebereich hier durch. So ein bisschen wie ein Schmetterling. Wichtig ist bei dem ersten Basisauftrag, dass es nicht fleckig wird. Jetzt wollen wir noch so ein bisschen die Illusion von Tiefe machen nochmal. Ja, und von Schneide, deswegen setzen wir hier noch leichte, kleine Zente mit grauer. So. So. Um die Schneide jetzt noch so ein bisschen intensiver erscheinen zu lassen. Einfach damit man mal so einen Kontrast sieht, damit man mal sieht, was passiert, wenn wir hier so ein bisschen was legen, dann siehst du nämlich diese Schneide. So einen kleinen weißen Spot. Man erkennt hier deutlich den Schneideauftrag von A1 zu A2. Man sieht hier schön den violetten Übergang zwischen Dentin und Schneide und hier die transluzenten, transparenten Zonen, ein bisschen angedeutet mit Grau, zwischen den Mamelons in sich schon eine deutliche Veränderung der Farbe. Umwandelt direkt aus der Fräsmaschine, so ein bisschen benetzt, dass man so den gleichen Glanz hat wie auf der anderen Seite. Und hier die aus dem Ofen bemalt, leichte Schattierung in A2, also mit einem Strich A-Plus Farbe, bisschen Hals. Hier oben ein bisschen mit Grau, dunklem Grau, die Illusion von Tiefe zwischen den Mamelons. Hier so ein bisschen den Übergang zwischen Dentin und Schneide aus Violett und ganz hauchzart leichte Mamelon-Strukturen aufgemalt. Mit Mamelon Horn und Mamelon Bing. So, kommen jetzt hier mit der Glasurmasse. Also trag vorher auf der Klemmpinsette das schon auf, weil dann siehst du jetzt hier ist es einfach schon, das ist Glasurmasse. Ne? Und tragen Glasurmasse auf. Das ist ein bisschen unregelmäßig. Approximal haben wir es schon vorbereitet. Und dann nehmen wir ein bisschen Zerfikal, schwemmen das jetzt hier noch so ein bisschen in unsere Glasurmasse ein, deuten quasi noch so ein bisschen den Zahnhals an, intensivieren hier noch so ein bisschen unseren White Spot. So, dann kann man auch ganz schön so ein bisschen so eine Rahmung, um die Form so ein bisschen hervorzuheben, einen kleinen Rahmen ziehen, so mit Vanille. Und hier oben können wir jetzt an dieser Schliffersette hier können wir jetzt ein bisschen so ein Halo setzen, also so ein bisschen einfärben. Ja, und das mit dem Grau noch so ein bisschen in der Glasurmasse verstärken. Kalkflecken reinbringen und dann könnten wir hier noch so ein bisschen unterstützen, nochmal mit Lila. Alles im Glanzbrand. Glasurmasse approximal eintragen. Approximal noch ein wenig Farbe einschwemmen. Fertige Krone nach Glanzbrand und Politur. Ausgangskrone.
Wir versuchen jetzt aus der relativ einfachen Krone mit unserem Texturmaterial noch mal ein bisschen was rauszuholen. Ein bisschen Oberfläche, ein bisschen Farbe. Ja, und dafür nehme ich jetzt hier mal so ein bisschen Textur Bleach und lege mir hier so ein bisschen so ein weißes Band. Dann nehme ich mir hier, um die Flanken noch ein bisschen lebendiger zu kriegen, ein bisschen bläulich, opalblau. Sieht man das gut? So, den Anschluss. Ich nehme einen längeren Pinsel. Warm. So, transfer warm. So. Und um noch ein bisschen tief zu kriegen. Hier ein bisschen von unserem Illusion. So. Ein paar kleine Wölkchen. Und Rizius. So, hier nehmen wir mal so ein bisschen Bleach, den Team. Nehmen wir hier. Jetzt haben wir das alles so ein bisschen aufgetragen, weil es mir aber zu flüssig ist in der Form jetzt, dadurch, dass ich immer wieder Wahlfarbe hinterher gelegt habe und immer wieder mit dem Pinsel verdichtet habe, muss ich schauen, dass ich jetzt eine Konsistenz kriege, wo meine Texturmasse plastisch wird. Wie funktioniert das? Indem ich die Flüssigkeit raussauge. Geht aber relativ schlecht mit dem Taschentuch, weil ich mir die ganze Form verdrücke. Entweder habe ich einen Föhn, einen Heißluftföhn von relativ weit weg, der wieder das Problem hätte, dass ich mir eventuell meine Farben irgendwie in der Form verblase. Also was mache ich? Ich werde jetzt diese Krone entweder auf dem Modell oder mir auf eine Klemmpinsette nehmen und in der Strahlungswärme des Ofens ganz hauchzart die Flüssigkeit aus der Krone raussaugen lassen. Dann kann ich es plastisch modellieren. Das zeige ich euch jetzt mal. So. Hier sieht man jetzt sehr schön, ist leicht angetrocknet, ja, ist nicht mehr ganz so flüssig. Hier unten vielleicht noch ein bisschen mehr, aber so das ganze Modell runterhalten und dann Ofen ist immer so ein bisschen schwierig. So, und jetzt können wir wunderschön unsere Struktur einmodellieren, weil man sieht jetzt, wenn wir das mit einem trockenen spitzen Pinsel machen, lässt sich die Masse jetzt schön plastisch modellieren. Wir übertreiben jetzt hier mal ein bisschen mit der Struktur, ne? Nicht genau wie auf der anderen Seite. Aber damit man später mal sieht, wie es eben aussieht, oder wie es aus dem Ofen rauskommt. Das ist also jede kleine Furche, die wir hier jetzt modellieren, später genauso aus dem Ofen kommt. Ja, also mir geht es mal ganz bewusst, hier auf der Seite habe ich das nicht, aber ich möchte einfach mal, dass ihr seht, mal hier so eine kleine Kerbe, auch hier, dass die später genauso rauskommt. Ne? Dann auch jetzt letztendlich hier mit der Spitze vom Pinsel ein bisschen Oberfläche einziehen. Wunderschön so. Ja, und hier einfach in der Abrasion so kleine Auswaschungen, Abplatzungen, immer so ein bisschen unterlegt mit Farbe. Wie gesagt, jetzt machen wir so advanced, einfach mal so ein bisschen cool, ne? Spielen. Sehen, was wir für Möglichkeiten haben mit dem Material. Um da ein Fazit so für mich so ein bisschen rauszuholen, ist es natürlich so, wie lange machen wir Zahntechnik oder wie lange mache ich Zahntechnik? Und diese Zahntechnik war immer geprägt, sehr aufwendig mit vielen Massen keramisch etwas aufzubrennen und möglichst nah an dieses natürliche Bild ranzukommen. Die Frage ist jetzt natürlich, sind wir da nah dran oder können wir uns mit dieser Technik auseinandersetzen? Und ehrlich gesagt war ich da am Anfang sehr, sehr skeptisch, dass ich gesagt habe, ich habe aus einem
aus einem monolithischen Material, wobei es ehrlicherweise kein richtig monolithisches Material ist, weil wir ja mit einem Verlauf in einem Multilayer arbeiten, also auch ganz klassisch nicht unbedingt nur ein weißes, opakes Gerüst haben, sondern einen, in unserem Fall einen über Saturationen bis zu neunfach schichtigen Verlauf haben. Und da natürlich schon Leben per se aus dem Gerüst kommt, zu sagen, kriegen wir es denn gut hin? Letztendlich wollen wir vorhersehbare Ergebnisse, die lang genug halten. Das ist sicherlich in Bezug auf diese Technik, in Bezug auf Seitenzähne überhaupt kein Thema. Ganz klar, von 4 bis 7 im Molaren- und Prämolaren-Bereich sind wir hier angekommen, wo wir hinwollen. Wir können es CAD-CAM designen, wir können aus Bibliotheken uns in einer riesen Vielfalt von Kauflächen bedienen, können die morphologisch richtig zuordnen und haben ein schnelles wirtschaftliches Ergebnis, ganz klar. An den Frontzahnbereich wagen wir uns jetzt ja erst so ein bisschen heran. Und dann bin ich der Meinung, dass ich mit diesem Material ein annähernd oder fast identisches Ergebnis hinkriege. Wenn wir uns diesen Zahn jetzt mal angucken, den wir jetzt hier euch gezeigt haben, dann sieht man, dass da ganz, ganz viel Oberfläche, dass da Tiefe drin ist, dass blaue Flanken dran, dass so eine Illusion von Opaleszenz da ist, die in den Materialien da ist. Wir haben Fluoreszenzen in den Materialien. Und ich glaube, dass man da sehr ansprechende Ergebnisse machen kann. Die Jugend, die jetzt nachkommt, die mit CAD-CAM groß geworden ist, denen fällt es ja viel leichter, diese Form aus einer Bibliothek rauszunehmen, nur noch zu kolorieren, weil man es vielleicht auch gar nicht mehr gelernt hat, es mit dem Pinsel aufzuschichten. Ich denke, es ist leichter, es ist vergleichbarer geworden. Das ist aber auch sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Mit der CAD-CAM-Technik und diesen Materialien ist es auch ungeübteren Technikern möglich, schöne, wunderschöne Arbeiten zu machen. Die Ergebnisse geben uns hier recht. Die Komplettrekonstruktionen aus diesem Material werden den Arbeiten, die wir geschichtet haben, kaum nachstehen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch so ein bisschen Spaß gemacht hier mit unserem kleinen Tutorial. Wir haben versucht, euch ein bisschen aufzuzeigen, wie einfach das ist. Guckt so ein bisschen auf die Führung des Pinsels. Überlegt genau, was ihr tun wollt. Ja, macht es nicht nervös, macht es ruhig, macht es Step by Step. Kleine Tricks am Rande, die wir jetzt immer noch so in einem kleinen Video auch vielleicht immer noch mal hinterherbringen wollen. Wie verarbeitet man eine Textur richtig? Gebt nicht gleich auf. Jedes neue Material hat eine Lernkurve. Ja, versucht selber Ideen zu kriegen. Ihr müsst hier mit dem Flüssigkeitshaushalt der Massen arbeiten. Macht sie nicht zu flüssig, arbeitet eher ein bisschen trocken. Ja, und mit der Textur, ein bisschen mit Wärme, sie modellierbar machen, flüssig auftragen, mit Wärme modellierbar machen. Dann müsst ihr nicht gleich die Flinte ins Korn schmeißen, wenn ihr meint, es läuft euch irgendwann manche Stellen zusammen. Da kriegt ihr sicherlich Lust drauf. Gebt euch die Chance, lasst euch die Zeit und ihr werdet das Material lieben.